Samsung zeigt hier in Berlin auf der IFA seine neue Smartwatch, die Gear S3. Oder genauer gesagt sind es eigentlich zwei Smartwatches. Das hier links, das ist die Classic. Da stehen diese Pins hier, die beiden Buttons, zurück und home. Die stehen da so ein bisschen raus. Und hier rechts, das ist die S3 Frontier. Da seht ihr, die sind so ein bisschen tiefer gelegt, eingebaut. Das Ganze hier etwas sportlicher. Das ist mehr so die elegante Variante. Haben aber ansonsten identische Funktionalität. Und auch Software ist alles Tizen 232 als Betriebssystem, alles identisch. Beide haben auch diese drehbare Lünette, entspricht aber weitgehend natürlich auch dem Touchscreen, was man damit machen kann. Wo es vielleicht sinnvoll ist, ist Rufannahme in eine Richtung annehmen, in eine andere Richtung ablehnen, wenn man es so gerade unterm Sakko vielleicht hat. Kann ich mir ganz gut praktisch vorstellen. Und ansonsten, wie gesagt, hier unten ist der Zurück-Button, oben ist der Home-Button. Das kennen wir ja schon von den Vorgängern her. Was neu ist, GPS ist jetzt gleich an Bord und vor allen Dingen auch ein Barometer. Bedeutet also auch unabhängig von irgendwelchen Außendaten kann das jetzt feststellen, Wetteränderung. Kann ich mir beispielsweise bei Bergwanderung oder sowas vorstellen, dass man sowas mal brauchen könnte. Also das ist jetzt mit dabei. Ansonsten keinerlei Außenverbindung, also kein Micro-USB oder so. Das hier übrigens Lautsprecher. Mikrofon und das Laden, da gibt es so eine Docking-Station, die seht ihr hier so ein bisschen im Hintergrund vielleicht, dieses kleine schwarze Ding da, wird magnetisch drauf gedockt und dann induktiv geladen, also kabellos geladen und ja, dann braucht man auch keine offenen Konnektoren mehr. Ihr seht jetzt außerdem auch schon das neue Feature mit dem Always-On-Display. Das heißt, es ist natürlich AMOLED, super AMOLED. Und erst wenn man dann hier irgendwas drückt, dann wird der Touchscreen aktiv und geht auf die volle Leistung. Das heißt, ich habe also auch permanent dieses, ja, sagen wir mal, Uhrendesign, den Uhrenlook. Und natürlich kann man auch hier, auch das kennt man ja von der von Google Wear beispielsweise und von den Vorgängern, auch einfach andere Ansichten, andere Looks hier reinladen. Und wie gesagt, das ist absolut identisch hier drüben, nur dass ich da ein etwas anderes Design habe. Sieht alles sehr, sehr edel aus, muss ich sagen. Und ihr seht ja auch hier im Hintergrund, es gibt zahlreiche, das sind nur einige wenige Beispiele, verschiedene Armbänder, die man hier auswechseln kann. 22 mm, alle beide übrigens. Kostenpunkt, keine Ahnung. Weder die Uhr noch die Armbänder, dazu gibt es einfach keine Aussage hier. Weil will man sich wohl noch offen lassen und so ein bisschen die Konkurrenz beobachten. Das Einzige, was ich weiß, ist, es wird wahrscheinlich nicht ganz billig werden. Also ich schätze mal eher über 300 als unter. Aber das ist jetzt nur meine private Meinung, kann ich auch mit falsch liegen. Aber es macht schon einen recht edlen Eindruck hier auch so mit IP68 Wasserschutz und so. Übrigens, der Form halber 1,3 Zoll das Display, 360 x 360 Pixel. Gewicht ist hier ein bisschen geringer, 57 bei der Classic. Die hier wiegt 62, die Frontier, aber das merkt man jetzt in der Praxis nicht wirklich, muss ich sagen. Und ja, angeblich soll sie dann 3 bis 4 Tage laut Hersteller laufen mit dem 380, schön wär's, 380 Milliampere-Stunden Akku. Erfahrungsgemäß kann man ja immer froh sein, wenn man damit über den Tag kommt. Müssen wir hier natürlich jetzt mal abwarten, will ich jetzt nicht vorverurteilen. Mit diesem Always-On-Display, es ist halt AMOLED, das verbraucht nicht so viel Strom. Schauen wir mal den Test. Ja, ansonsten, wie gesagt, Q4 jetzt vielleicht doch vor Weihnachten verfügbar. Preise müssen wir noch abwarten. Mehr kann ich momentan leider Gottes nicht an Informationen bieten hier. Ich glaube aber, es geht ja primär um das Design bei diesen Smartwatches. Seien wir doch mal ehrlich. Das soll es gewesen sein. Halt hier als erster Eindruck von der IFA in Berlin vom Stand von Samsung mit der Gear S3 Classic und Gear S3 Frontier.